Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es um das Rollenmodell in der Marktkommunikation der deutschen Energiewirtschaft. Das ist natürlich ein Teil unserer Reihe rund um die MAKO, die Marktkommunikation. Wir wollen ja nochmal so richtig auseinandernehmen, wie eigentlich diese Alltagsprozesse der Energiewirtschaft funktionieren, werden das nach und nach machen. Die alten Hasen, die langjährigen Abonnenten unseres Kanals werden sich aber denken, nach Rollenmodell, das haben wir doch schon mal gemacht. Dazu gibt es doch schon ein Video. Das stimmt, aber tatsächlich gibt es eine Anpassung. Nämlich erst vor wenigen Tagen, also wenige Tage bevor ich das Video hier aufnehme. Ich nehme es gerade am 30. März 2021 auf. Könnt ihr hier ja schon neben mir sehen, dass wir zum 25. März eine Anpassung im Rollenmodell hatten, nämlich auf die Version 2.0. Dieses Rollenmodell, wie der Name schon sagt, beschreibt jetzt also, welche Rollen gibt es denn innerhalb der Energiewirtschaft? Was machen die miteinander? Mit welchen Stammdaten, Objekten schicken die sich Infos hin und her? Und warum machen die das eigentlich? Was ist der Sinn dahinter? Und dieses Rollenmodell ist dementsprechend dann ja auch die Grundlage für die IT-Systeme. Also welche Stammdaten gibt es? Wie müssen die Objekte dargestellt werden? Wie stehen die miteinander in Verbindung? Wer ist für was verantwortlich und so weiter? Das ergibt sich zum Beispiel dann aus diesem beschreibenden Rollenmodell. Und wenn es dann also hier so ein Update gibt, was man unten dann auch runterladen kann als PDF-Anhang, dann kann man sich das ja einfach mal anschauen. Wir beginnen aber freundlicherweise jetzt gar nicht mit dem Rollenmodell Version 2.0, sondern schauen mal in die Historie rein. Es gibt nämlich natürlich schon mal vorher andere Versionen. Das ist beispielsweise jetzt die Darstellung aus Version 1.1. Ne? Wenn wir noch mal gerade hochschauen, hier Version 1.1 von 2016, wie ihr hier neben mir sehen könnt, ist jetzt schon eine Weile älter. In diesen Dokumenten habt ihr dann erstmal am Anfang eine Definition gesehen, wie ist das alles genau gedacht und gemeint und auch diese Diagramme gleich, wie sind die gemeint? Und dann gibt es die Definitionen. Und hier steht dann eben schon mal genau, welche Marktrolle bedeutet eigentlich was? Was machen die denn? Und in welchen Bereichen sind die anzuwenden und so weiter? Dann auch die Gebiete, wie zum Beispiel Bilanzierungsgebiet. Was ist das eigentlich ganz genau? Aber auch die Objekte, wie zum Beispiel, was ist denn ein Bilanzkreis nach dieser Definition? Und für was kann man das anwenden? Ist es ein stromexklusiver Begriff oder ein gasexklusiver Begriff oder für beides anwendbar? Und danach kommen wir eben, wie gesagt, bei dieser grafischen Darstellung an. Und die ist dann jetzt eben tatsächlich ganz interessant, wenn man da ein bisschen ranzoomt, sieht man nämlich, wie diese einzelnen Rollen in der Energiewirtschaft miteinander zusammenhängen. Also zum Beispiel sieht man dann hier so oben links, okay, die Regelzone, das ist also das Gebiet des Übertragungsnetzbetreibers, was er als ÜNB erstmal nur physisch mitbetreibt, also zum Beispiel die Regelenergie dann zur Verfügung stellen muss. Und in seiner zweiten Rolle als Bilanzkoordinator muss er das Ganze eben auch bewirtschaften, trägt die finanzielle Verantwortung dafür, dass die Bilanzkreisverantwortlichen das Ganze auch korrekt machen und muss eben schauen, ja, haben die ihre Energiemengen korrekt ausgeglichen. So, und dann kann man das eben hierüber schon mal sehen und sieht dann, welche Zusammenhänge bestehen. Ja, die Regelzone ist verbunden mit dem Bilanzierungsgebiet und mit dem Bilanzkreis. Von diesen beiden Stammdatenobjekten im System, von diesen beiden Begrifflichkeiten bekommt die Regelzone ihre Daten. Ne? Praktisch einmal die Energiemengensicht des Netzbetreibers, das ist das Bilanzierungsgebiet, und einmal die Energiemengensicht des Versorgers, das ist der Bilanzkreis. Und dann kann er das vergleichen und kann seinen Job machen. Das erschließt sich so ein bisschen aus dieser Darstellung. Ist natürlich trotzdem ein bisschen für Fortgeschrittene. Und ja, auch ganz wichtig, diese nicht so besonders hochaufgelöste Darstellung, das ist auch so im Originaldokument. Damit müssen wir hier gerade noch ein bisschen leben. Jedenfalls haben wir dann also hier diese Darstellungen, die eigentlich auch durchaus ganz interessant sind, wo ihr dann also seht, wie ist das alles gemeint. So, und wenn ich das hier nochmal rauszoome, so, und gehe dann von dieser Version 1.1, die ja von 2016 war, in die Version 1.2 von 2019. Dann seht ihr ja, hier hat sich so ein bisschen was geändert, aber eigentlich nur vor allem hier im Bereich des Kapazitätsnutzers und des Fernleitungsnetzbetreibers. So, die sind hier irgendwie dazugekommen. Und ansonsten ist die Gesamtstruktur weitestgehend gleich geblieben, nur dass es ein bisschen hübscher dargestellt ist. Und streng genommen haben sich auch ein paar Definitionen in den Tabellen von vorher verändert. So sieht man dann auch ganz am Ende in der Änderungshistorie. Das ist vor allem im Kontext der MAKO 2020 natürlich gekommen.
So, wenn wir also sehen, Version 1.1 war das hier, Version 1.2 ist dann das hier und unsere Version 2.0 sieht dann so aus, dann bemerken wir, aha, hier gibt es wohl ein paar mehr Anpassungen. Diese Version 2.0 ist also unsere ganz neue, die jetzt am 25. März 2021 veröffentlicht worden ist vom BDEW. Hier drin könnt ihr dann also sehen, was genau sich eigentlich geändert hat im Kontext dieser Modellbeschreibung. Ganz am Anfang, wie immer, erstmal eine grundlegende Erklärung, wie ist dieses Dokument gemeint, wie liest man das? Und dann kommt das eigentliche Rollenmodell ab Seite 11. So, dann gehen wir mal bis dorthin vor und sehen dann auch schon diese tabellarische Darstellung. Was sind die einzelnen Marktrollen, was machen die, wie sind die gemeint? Und das ist ja schon mal ganz interessant. Das heißt nämlich, dass ihr hier zum Beispiel dann sehen könnt, alles klar, der BTR ist zum Beispiel so eine neue Rolle oder hier eine stärker definierte Rolle, nämlich der Betreiber einer technischen Ressource. Warum ist der Betreiber jetzt etwas stärker mit drin? Natürlich, weil der im Kontext des Redispatch 2.0 deutlich stärker auch in Massenprozesse noch mitgedrängt wird. Während das bisher vor allem die großen Kraftwerksbetreiber waren, die ja schon im Fahrplanmanagement mit den großen Übertragungsnetzbetreibern ihre Energiemengenplanungen hin und her geschickt haben und da auch eine Steuerung drüber möglich gewesen ist, machen das jetzt eben auch deutlich mehr kleinere Anlagenbetreiber, BTRs. Die sind dann hier entsprechend definiert und dann geht es eben weiter, die ganz normalen, bekannten Rollen, aber auch neue, wie der Data Provider, der jetzt umso wichtiger ist, auch im Kontext des Redispatch 2.0. Und dann sehen wir eben auch, ah ja, der ist nur im Stromkontext bisher zu nutzen. Andere, wie den BKV, gibt es natürlich in beiden, weil der Bilanzkreis für alle Tätigkeiten genutzt wird. Und dann geht das immer weiter. Wir haben dann hier verschiedene Rollen, die also definiert sind. Dann kommen wir auch zu den Gebieten, die definiert sind. Was ist eigentlich ein Bilanzierungsgebiet? Also diese virtuelle zweite Stufe, dieser zweite Layer über dem Netzgebiet, wo dann die Energiemengenflüsse auch tatsächlich betrachtet werden und dann eben auch die Zuordnung der Energiemengen aus dem eigenen Netzgebiet zu den Bilanzkreisverantwortlichen, also den Versorgern, praktisch gemanagt wird. Und aus dieser Betrachtung heraus auch die Infos an den Bilanzkoordinator gehen im Rahmen der Regelzone, ne, damit dort dann die Gesamtbetrachtung der Bilanzkreisbewirtschaftung auch gemacht werden kann. Das war das von mit diesen beiden Richtungen, das wir vorhin besprochen haben. So, und dann gibt es also auch hier diese Beschreibung der Gebiete und dann der Objekte, wo ein Bilanzkreis erklärt wird, wo das Gateway erklärt wird, die Marktlokation und so weiter, ganz viele wichtige Begrifflichkeiten. So, und wenn wir das dann alles durchhaben, kommen wir zu dieser grafischen Darstellung, die dann hier mittlerweile auch ein ganz kleines bisschen höher aufgelöst ist. Ne, da sieht man schon mal ein bisschen mehr. Fängt genauso an wie vorhin, das kennen wir jetzt schon, die Regelzonen mit dem BICO und dem ÜNB und dann geht es halt so weiter und dann ist das alles noch relativ bekannt. Ja, okay, das Netzkonto ist hier ein bisschen genauer definiert als davor, aber auch der Bilanzkreis und die Malo an sich, das ist alles nichts Neues. Ja, technische Ressource, steuerbare Ressource und hier ist der Betreiber zum Beispiel mit dabei. Das und der Einsatzverantwortliche, na gut, das ist also vielleicht ein bisschen genauer definiert als davor. Und dann stehen hier plötzlich in der Ecke auch so ein bisschen abseits der Data Provider und der Energieservice-Anbieter. Data Provider ist nun, wie gesagt, eine Rolle, die gerade im Redispatch für die Datenverteilung genutzt werden kann, gerade wenn es der Netzbetreiber nicht unbedingt selbst macht, sondern über einen Dienstleister oder auch eine Plattform, die ja die Daten angeboten werden sollen. Data Provider sagt das ja wortwörtlich, dass darüber praktisch Datenkommunikation stattfinden soll. Da gibt es zum Beispiel im Redispatch 2.0 Projekten ja gemeinsame Netzbetreiber Projekte, die hier genau das möglich machen sollen. Das ist ein bisschen dahinter steckend und damit gemeint. Während der ESA, der Energieservice-Anbieter des Anschlussnutzers, also des Mieters, vor allem im Smart Metering-Kontext zustande kommt, weil wir in Zukunft dann eben vielleicht auch Dienstleister haben, die irgendwelche anderen Services, Technologien, irgendwelche Flatrates für Smart City-Anwendungen oder was auch immer auch vielleicht hiermit abbrechen wollen. Und dafür eben auch Zugriff auf Daten brauchen, deswegen auch auf Marktkommunikation Zugriff brauchen und dann eben hier plötzlich eine Rolle spielen würden. Deswegen sind die hier auch entsprechend mit dargestellt. Ja, und so geht es dann eben weiter. Wir haben da eine genaue Darstellung, wer ist eben für was, wie zuständig, was machen die einzelnen Rollen, wie unterscheidet man das nachher im Smart Metering ganz konkret mit den diversen technologischen Einrichtungen, die hier Sachen machen könnten, ne, vom Wandler über die Tarifeinrichtungen, die Kommunikationseinrichtungen, die Steuermöglichkeiten, die es hier gibt, also Steuerboxmöglichkeiten, das ist alles hier schön
dargestellt und wird erklärt. Und wer nun die tatsächlichen Unterschiede sehen will, wer wirklich verstehen will, was sich hier verändert hat, der kann sich ganz hinten die Änderungshistorie anschauen, die das dann doch recht gut nochmal rüberbringt und erklärt. Wir haben hier also vor allem Änderungen, wie schon erwähnt, aus dem Kontext des Redispatch 2.0 und aus dem Kontext der Marktgebietszusammenlegung und so ein paar einzelne andere Anpassungen. Und das war es dann auch schon. Ist aber auf jeden Fall die wichtige Grundlage für das Verständnis der Makro, denn dieses Rollenmodell stellt nun mal alles dar, was hier eine Rolle spielt und definiert ja auch all diese Stellen. Alle Player, alle Gebiete, alle Objekte. Also schlussendlich alle Arten von Stammdatenobjekte, die im System irgendwo hinterlegt sind und die irgendwas machen oder für irgendwas genutzt werden können, sind hier in diesem Rollenmodell verwendet und miteinander in Kontext gebracht. Also ist das für euch auch so die erste Stelle, an der ihr immer weiter recherchieren könnt. Ich werde euch die Seite von BDW, wo das PDF verlinkt ist, unten in der Videobeschreibung mit verlinken. Schaut da mal rein. Wenn ihr jetzt Fragen habt zum Rollenmodell der Marktkommunikation, dann auch die gerne einfach unten in die Kommentare schreiben. Und wenn ihr weitere konkrete Fragen habt rund um die Marktkommunikation, die dann in den nächsten Videos auch mit beantwortet werden sollen, auch das gerne unten in die Kommentare. Ansonsten wie immer, liked das Video, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, damit ihr nie verpasst, wenn es ein neues Video gibt. Auch sonst folgt uns auf Social Media, wir sind überall. Ihr könnt Kontaktanfragen auf Xing, LinkedIn und so weiter einfach machen, gar kein Problem. Und dann bis zum nächsten Mal hier bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert.